Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe ein richtig geiles Experiment gewagt. Ich habe letzte Woche Montag einen neuen Foot-Account erstellt und wollte schauen, was ist möglich in nur 7 Tagen auf einem brandneuen Foot-Account ohne FIFA-Points. Was erreiche ich in der Weekend League? Was habe ich für ein Team nach nur 7 Tagen? All das werdet ihr in diesem Video erfahren. Hat richtig, richtig viel Bock gemacht. Ich habe jeden Tag live auf Twitch gestreamt. Waren richtig geile Streams. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like, abonniert meinen Kanal unbedingt, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, starten wir rein ins Video. Viel Spaß. Let's go. Wir starten rein mit Tag Nummer 1 meines Mini-Projektes. Viele haben mich im Stream immer wieder gefragt, Julius, was machst du da gerade? Julius, warum neuer Account? Julius, was zur Hölle? Ich kann das Ganze ganz kurz zusammenfassen. Ich habe ja eine RTG am Laufen, die macht mir unfassbar viel Spaß. Bis vor 1-2 Wochen habe ich mich dazu entschieden, jetzt aber ein bisschen mehr Fun-Content auf meinem Kanal zu bringen. Und da ist mir die Idee gekommen, wie wäre es eigentlich, ich mache mal ein Experiment für eine Woche. Ich erstelle mir am Montagmorgen einen neuen Account und schaue am Sonntagabend, was ich erreicht habe. Und genau das habe ich gemacht auf Twitch. Ich habe mir einen neuen Account erstellt, ohne FIFA-Points. Und da sind wir dann gemeinsam reingestartet. Ich hatte hier 19 Stunden Videomaterial, was ich runtercutten musste. Also ist definitiv ein längeres Video geworden, aber ich habe auch unnormal viel rausgeschnitten und das Ganze so kompakt wie möglich versucht zusammenzuschneiden. Ich werde euch natürlich in dem Video komplett erklären, was ich getan habe, denn es kann bestimmt auch für einige von euch ganz cool sein. Ich kann nur sagen, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, letzte Woche diesen Account hochzuziehen. Wir haben ganz am Anfang erstmal England als Nation genommen, dann haben wir ein paar Grundlagen abgeschlossen, damit ein paar wenige Münzen gesammelt und dann mit einem, ja, ich sag mal Notfallteam sind wir reingegangen in Division Rivals, denn man bekommt dieses Jahr in Division Rivals extrem viele Coins. Das werden die allermeisten von euch natürlich auch wissen, aber ich möchte natürlich hier auch Step für Step euch erklären, was ich so gemacht habe auf dem Account, denn es ist einfach nur unfassbar, was wir für ein Team nach nur einer Woche auf dem Account erreicht haben, was wir überhaupt auf dem Account erreicht haben, war unfassbar geil. Ich habe euch wirklich alles hier reingeschnitten, was es zu zeigen gibt. Teilweise auch wirklich ganz kurz und knackig, damit es auch wirklich so unterhaltsam wie möglich für euch ist. Aber da gehen auf jeden Fall Grüße an euch raus, an die Leute, die immer in den Streams dabei waren. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Nach 5 Spielen Division Rivals mit unserem Notfallteam haben wir die ersten 3 Spiele gewonnen. Das 4. Spiel haben wir leider verloren und das letzte haben wir unentschieden gespielt. Dadurch haben wir, glaube ich, 65.000 Münzen bekommen als Startbudget und mit diesem Startbudget sind wir dann reingegangen in die fortgeschrittenen SBCs. Das habe ich bei meiner richtigen RTG auch so gemacht. Das mache ich auch jedes Jahr so und das kann ich euch absolut empfehlen, weil diese fortgeschrittenen SBCs, die sind einfach cracked, die sind einfach komplett rigged. Man zieht da so gut wie immer kranke Karten und ich habe da unnormal reingelackt. Die ersten 3 Packs waren jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber das seltene Megapack, 55k Pack, hat direkt gegönnt. Wir haben unsere Münzen da erstmal reingesteckt und ziehen eine 90er Testing raus. Unfassbar heftig. Da dachte ich mir schon, ja moin, neue Accounts sind einfach so OP. Direkt mal irgendwie hier ein 90er Testegen und einen Remenes, der auch gut was an Münzen eingebracht hat. Wir ziehen das nächste Pack, das war glaube ich ein 50k Pack. Nächster Walkout, wir ziehen den nächsten Kracher. Denn 89er Courtois war zu dem Zeitpunkt auch saftig Münzen wert. Mittlerweile ist er glaube ich ein bisschen gesunken, aber zu dem Zeitpunkt war der halt ohne Ende Coins wert. Danach sind wir direkt reingegangen in die nächste fortgeschrittene SBC und zwar in die Hybrid League. Ich kann euch generell empfehlen, wenn ihr einen neuen Account macht, egal ob in FIFA 20, 21 oder dann nächstes Jahr in 22, fangt am Anfang an, die fortgeschrittenen SBCs zu machen. Man muss dazu sagen, Division Rivals wäre natürlich mehr drin gewesen. Hätte ich mehr Spiele gewonnen, hätten wir auch mehr Coins bekommen. Dann wären wir höher eingerankt bekommen. Aber ich konnte mir die Coins danach ja immer noch erspielen, denn man bekommt pro aufgestiegene Liga ja die ganzen Coins. Und ich wurde, glaube ich, dann am Ende in Liga 4 eingerankt. Also konnte ich mir noch die Coins für Division 3, 2 und 1 erspielen, aber dazu kommen wir später. Die Hybrid Ligen waren jetzt nicht super geil, muss ich sagen. Da hatten wir nur einen 84er Guerrero, der war ganz okay. Bei der letzten SBC mussten wir dann 10 Spiele Squad Battles quitten. Dadurch haben wir Loyalität bekommen und dadurch konnte ich die letzte SBC auch abschließen. Damit hatten wir die 3 fortgeschrittenen SBCs abgeschlossen. Im ersten Pack ziehen wir direkt wieder einen Walkout. War nicht der allergeilste mit dem 86er Henderson, aber Walkout ist Walkout und Walkout bringen viel Coins. So sieht's aus. Übrigens gehen dicke Grüße raus an alle, die bei Smilodogs supportet haben. Ihr könnt da, glaube ich, noch bis zum 5.4.
einkaufen. Mit meinem Code Julius50 spart ihr euch 50% beim Einkauf auf alle Klamotten und so weiter und so fort. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls ihr das noch abchecken wollt. Es haben mich unfassbar viele in ihren Instagram-Stories erwähnt oder haben mir eine DM geschickt. Hat mich sehr gefreut, dass ihr meinen Code benutzt habt. Da gehen, wie gesagt, Grüße raus. Gerne könnt ihr auch mal bei Empochi vorbeischauen. Da gibt es die besten Gaming-Booster. Mit meinem Code Julius5 spart ihr euch dort 5%. Und ihr habt gesehen, ich habe dann alles verkauft. Wir waren bei über 300.000 Münzen, nur nach den fortgeschrittenen SBCs. Absolut gestört. Danach habe ich zwei Squad-Battle-Teams gebaut. Und zwar ein chinesisches Silber-Team und ein UEFA-Champions-League-Team. Dadurch konnten wir die drei Squad Battle Tokens alle auf einmal freischalten. Da muss ich sagen, das hat mir mein Mod Choked erspielt, denn an dem Tag hatte ich leider keine Zeit dafür, aber er hat sich die Zeit genommen und hat mir die Squad Battle Dinger erspielt bei Icon Swaps. Das war, wie gesagt, letzte Woche, da konnte ich die letzten Icon Swap Tokens dann noch mitnehmen. Wir sind mittlerweile schon am dritten Tag angekommen und dort habe ich dann erstmal die Top-Partien abgeschlossen. Top-Partien habe ich auf meinem RTG-Account bisher eigentlich nie abgeschlossen in den letzten Jahren, muss ich sagen. Aber die haben ja mal unnormal gegönnt, die Top-Partien. Also ich werde mir in Zukunft definitiv überlegen, die auf meinem richtigen RTG-Account auch immer zu machen. Weil was wir da an Münzen gemacht haben, war auch wieder unfassbar. Ihr müsst euch bedenken, wir waren bei knapp 300.000 Münzen und ihr werdet gleich sehen, wie viele Coins wir nach den Top-Partien haben. Wir haben dazu noch den Miura gezogen, den Bronzemann. Absolute Legende, der älteste Spieler im Spiel von den Leuten, die noch aktiv sind, wenn man jetzt mal die Icons weglässt. Und ja, wir kommen zum 35k-Pack, das war das letzte Pack der Top-Partien und da ziehen wir einen 87er Laporte. Der war sehr, sehr nice, aber ja, da kann ja noch was dahinter sein. Und genauso war es, wir ziehen auch noch in dem Pack einen 86er David Silva. Ich glaube, die Spieler waren um den Zeitpunkt so um die 45.000 Münzen für einen 87er und so 35.000 für einen 86er. Wir sehen es hier, 42.000 für Laporte. Ich glaube, um die 30.000 Münzen für David Silva. Ich habe es jetzt hier in dem Video leider nicht nachgeschaut, aber das hat uns auch nochmal unnormal geboostet. Und mit 446.000 Münzen haben wir uns dann folgendes Ekelteam gebaut. Pope im Tor, Linksverteidiger Mondi, Varane, Walker als Innenverteidiger, Semedo, rechtes Mittelfeld war Mané, dann ZMs waren Pogba, Kanté, links Dembélé, Stürmer, Bruno Fernandes und Rashford. Das habe ich in der 4-3-1-2 in-game gezockt und Acheampong war der geilste Sub meines absoluten Lebens. Der war unfassbar. Wir haben das Team dann am dritten Tag gebaut, also am Mittwoch, damit ich mir noch die Rivals-Punkte erspielen konnte. Ich bin bis in Liga 1 aufgestiegen, habe mir Division Rivals Rang 1 geholt. Damit hatte ich dann auch genügend Foot Champions-Punkte, um mich für die Weekend League zu qualifizieren. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, selten so viel gezockt wie in dieser Woche. Es war wirklich krass, wie oft ich online war und wie viel ich auch offstream gezockt habe. Das war wirklich ganz, ganz böse, aber es hat unnormal viel Laune gemacht und es hat sich gelohnt. Wir sind in Division 4, haben wir den Rang 1 bekommen, sind dazu noch in Liga 1 aufgestiegen. Dadurch haben wir auch nochmal saftig Münzen bekommen, weil wir einfach noch die Aufstiegscoins für Rang 3, 2 und 1, also Liga 3, 2 und 1 bekommen haben. Und danach war es Zeit für ein paar weitere Icon-Swaps. Nachdem wir drei Icon-Swaps durch Squad-Battles erölt hatten, habe ich mir dann noch die Icon-Swaps für das italienische Team und für das spanische Team erspielt. Da brauchte man nämlich keine Erstbesitzerkarten. Die hatte ich natürlich nicht im Verein, der Account war ganz frisch, ganz neu. Natürlich hätte ich die ganzen anderen Packs, die wir bei den fortgeschrittenen SBCs gezogen haben, auch im Verein behalten können. Das könnt ihr natürlich in Zukunft machen, falls ihr da mal Bock drauf habt. Ihr könnt jederzeit so einen neuen Account erstellen und dann könnt ihr das auch genauso machen, wie ich es hier gemacht habe. Kann ich euch absolut empfehlen, hat mega Bock gemacht und diese fortgeschrittenen SBCs, wenn ihr damit Icon Swaps zocken wollt, einfach die Dinger im Verein behalten. Und dann wollte ich unbedingt noch das 5x85 Plus Pack am Donnerstag abschließen. Das war sehr, sehr teuer, knapp fast, ich glaube, Richtung 200.000 Münzen. Aber es gab da noch diese Doppel-Upgrade Packs, 81 Plus Spieler. Und da haben wir einfach die ganzen Untrades aus dem Verein für verwendet und hatten sogar zwei Informs drin. Und die haben uns dann auch nochmal richtig gut Coins gespart. Wir hatten dann noch einen Gnabry, den hatten wir mal in einem 2-Spieler-Set. Da haben wir uns dann auch nochmal knapp 20.000 Münzen gespart.
Und damit waren wir bei 56.000 Münzen, einem richtig, richtig guten Team, was ein absolutes Meta-Schwitzer-Team war, gar keine Frage, aber ich wollte auch einfach das bestmögliche Team bauen, damit wir das bestmögliche Ergebnis in der Weekend League erreichen. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, 500 Tore und 500 Vorlagen zu erzielen, damit wir noch 200 K-Packs bekommen. Man hat dann auch noch ein zusätzliches 50 K-Pack bekommen für, ich glaube, 100 oder 50 angeschnittene Tore oder so, das habe ich auch noch mitgenommen. Und das hat wirklich ewig gedauert, also das war ganz böse. Wir sind mittlerweile bei Tag 5, also Freitagmorgen. Es kam Donnerstagabend das 10x83 Plus Pack und das wollte ich unbedingt auch noch abschließen, denn mein Plan war, die ganzen Icon Swap Packs und das 5x85 Plus und das 10x83 Plus Pack dann am Samstag zu Foot Birthday zu ziehen, damit wir die Chance haben auf einen Foot Birthday Spieler. Deswegen habe ich das dann am Freitagmorgen noch komplett durchgeackert und die 500 Tore und 500 Vorlagen voll gemacht, damit wir ein bisschen SBC-Futter aus den Packs rausziehen können, weil anders war das natürlich schwierig. Ich wollte auf dem Account innerhalb von einer Woche nicht traden, das habe ich auch wirklich nicht gemacht. Ich habe nur gespielt oder SBCs abgeschlossen, also richtig, richtig entspannt. Traden kann für den einen oder anderen ja auch echt stressig sein, deswegen, ja, bisher alles, was ich hier in dem Video gemacht habe, komplett simpel und kann wirklich absolut jeder mir nachmachen. Die 50, also das 50 K-Pack und die 200 K-Packs, die waren auch wirklich leider nicht besonders geil, muss ich sagen. Also da war wirklich kaum Futter drin. Wir hatten dann 86er Verratti, aber wir hatten sehr, sehr viele 83er und die haben bei dem 10x83 Plus Pack eigentlich schon ausgereicht, um diese SBC auch abschließen zu können. Damit hatten wir ein 25x82 Plus, ein 25x81 Plus, ein 5x85 Plus und ein 10x83 Plus Pack in nur 5 Tagen erspielt und dazu noch ein Team, was knapp 400.000 Münzen wert war. Alles nur durch fortgeschrittene SBCs, durch Top-Partien und durch Division Rival Coins. Und dann war Samstagmorgen, also wir sind bei Tag 6, das Foot Birthday Team war raus und dann war es natürlich mal wieder Zeit für Packs. Wir haben erstmal noch die Top-Partien abgeschlossen, die am Donnerstagabend rausgekommen sind und auch dort hatten wir Profit gemacht, denn wir hatten einen 85er Coke im Pack, einen 84er Isco. Ihr seht, ich habe das Video wirklich unfassbar knackig geschnitten. Ich hoffe, das passt so. Ich wollte es wirklich nicht zu lang werden lassen. Ich hätte das Video auch eine Stunde lang werden lassen können. Aber ich finde, so wie es geschnitten ist, ist es top. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich habe nämlich vor, eventuell das gleiche Experiment auch nochmal zum TOTS zu machen. Da können wir auch mal schauen, was wir zum TOTS für einen Account haben, nach nur einer Woche zocken. Wäre natürlich auch ein echt interessantes Projekt. Schreibt es mir in die Kommentare, würde mich definitiv interessieren. Am Wochenende habe ich auch wieder vor, was Cooles zu machen. Schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare. Ich will entweder eine Schalke 04 Past and Present Weekend League machen. Da können wir nämlich den Huntelaar Foot Birthday einbauen. Wir können Sané Foot Birthday einbauen. Wir können Özil Foot Birthday einbauen. Wir können Raúl Moments einbauen. Da können wir ein richtig krankes Team bauen. Oder ich mache eine Weekend League mit 50 Player Picks. Wir ziehen 50 Player Picks und bauen daraus unser Weekend League Team. Was gefällt euch mehr? Schreibt es mir in die Kommentare. Je nachdem werde ich wahrscheinlich auch beide Sachen machen. Aber was wollt ihr zuerst sehen? Schalke oder die Player Picks? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir kommen zum 5x85 Plus und wir haben tatsächlich einen Foot Birthday Spieler gezogen. Und was für einen? Wir ziehen den 92er Thiago. Ich weiß gar nicht, ob das der highest rated im Foot Birthday Team war, aber ich glaube schon. Und der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch um die 800.000 bis 1 Million wert. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt sogar noch 1 Million Coins wert. Und der hat einfach unfassbar überragende Werte. Und was noch viel cooler ist, der hat perfekt in unser Team gepasst. Dahinter waren noch ein 89er Courtois, ein 88er Ederson und ein 88er Kimmich. Dazu noch ein 85er Milinkovic-Savic. Und ihr seht hier, der Thiago kam direkt rein ins Team, kam für Pogba rein. Eigentlich bin ich ein ziemlicher Pogba-Fan. Aber den musste ich natürlich spielen, den 92er Thiago. Das hat wunderbar gepasst. Pogba habe ich dann auch wieder verkauft, haben wir nochmal wieder 30.000, 40.000 Münzen zurückbekommen. Und dann sind wir zum Abschluss noch in das 25x82 Plus Pack gegangen. Und hier hatte ich einen Inform drin. Ihr wisst wahrscheinlich, wer jetzt rauskommt. 84er Boo Nu. Joa, das war nicht so stark. Man muss sagen, die zwei Icon Swap Packs, die ich mir wirklich mühselig erspielt habe, waren nicht so geil. Also das 25x81 Plus und das 25x82 Plus Pack, die waren beide nicht so prall, muss man sagen. Und dann hat der Chat mich auf folgende Idee gebracht. Julius, wie wär's mit einem Icon Pack? Und das
konnte ich mir nicht entgehen lassen und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Futter ziehen, um das Pack abzuschließen, aber es hat tatsächlich gereicht. Auch mit den Münzen, da haben wir ein bisschen was ausgeben müssen, aber alles in allem konnten wir tatsächlich noch das Mid- oder Prime-Icon-Pack abschließen. Unfassbar. Das Prime-Icon-Pack war zu teuer, dafür hatten wir zu wenig Futter leider. Deswegen wurde es am Ende nur das Mid- oder Prime-Icon-Pack, aber ich habe das unnormal gefeiert, dass wir auf dem neuen Account auch noch direkt ein Icon-Pack machen konnten. Innerhalb von 5-6 Tagen konnten wir uns einfach einen 92er Thiago durch Luck an Land ziehen und ein Icon-Pack. Unfassbar geil. Spanien war die Nation, Mittelstürmer die Position und rausgekommen ist mit Icon Raúl. Ja, es wäre definitiv schlechter gegangen, aber es wäre auch definitiv besser gegangen. Aber ich wollte den Typen unbedingt spielen. Und meiner Meinung nach ist Raúl auch eine spielbare Icon, gar keine Frage. Ich habe den dann als Zehner gespielt. Ich werde gleich auch noch ein bisschen näher aufs Team eingehen, wie ich das dann in-game gezockt habe und so weiter und so fort. Aber Raúl musste ins Team. Dafür ist Ousmane Dembélé auf die Bank gekommen und Rashford habe ich dann auf links gestellt. Und dann ging es rein. Wir standen nach 10 Spielen 9:1. Wir sind mittlerweile bei Tag 7 angekommen. Ich musste einfach an dem Abend 20 Weekend League Spiele machen. Da war das Zeitmanagement mal wieder alles andere als on point. Aber wir haben noch mal ein paar Player Picks abgeschlossen mit Untrades aus dem Verein. Und damit konnte ich auch noch das 2x86 Plus Pack abschließen. Das wollte ich natürlich auch unbedingt noch mitnehmen. War es erfolgreich? Wir sehen es. Nation, Slowenien, kann das sein? Slowenien oder Slowakei? Oh mein Gott, ich bin so lost, Alter. Ich weiß es gerade ohne Scheiß nicht. Tut mir leid. Es war der 88er Handanovic und der 86er Piqué. Hat sich eher weniger gelohnt, beziehungsweise da hätte man was Besseres erwarten können. Wir standen nach 20 Spielen mit unserem nicht mal eine Woche alten Account 16:4. Richtig, richtig stark. Jedes, aber wirklich absolut jedes gegnerische Team, gegen das wir gezockt haben, war vom Wert her viel, viel mehr wert als unseres. Würde man Raúl und Thiago weglassen, dann haben wir hier ja die Weekend League auch mit einem 400k-Team gezockt. Und ich muss sagen, Raúl war jetzt auch echt nicht so geil. Ich hätte auch easy einen 83er Ousmane Dembélé stattdessen zocken können. Hier mal wieder ein Tor von Frankie Achiampong, 76er Goldspieler. Der hat so viele Tore für uns gemacht am Wochenende. Das war wirklich gestört krass. Und in dem Video gibt es noch eine kleine Team of the Week Prediction zusammen mit German Templates. Ich habe schon öfter mal seine Team of the Week Predictions genommen, um in Videos euch eine Team of the Week Prediction zu geben. Und er hat mir auf Insta geschrieben, ob wir eine kleine Kooperation starten wollen. Er schickt mir die Karten zu und ihr schaut dafür bei ihm auf Insta vorbei. Also folgt ihm sehr, sehr gerne auf Instagram. German Templates heißt er dort, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich schaue mir seine Team of the Week Predictions auch immer unfassbar gerne an. Er macht das meistens auch sogar noch mit Videos zu den Spielern, was die für Tore geschossen haben und so weiter und so fort. Also der Mann hat sich ein Follow verdient. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Team of the Week. Er hat mir die Karten zugeschickt. Reinkommen könnten Aubameyang mit einer 89, dann haben wir einen 86er Havertz, der nicht schlecht aussieht. Ich werde euch jetzt nur so die besten Karten zeigen. Dann haben wir einen 85er Hazard, der ganz okay ist, einen 84er Shaqiri. Weiter geht's mit einem 86er Alaba als ZM, wäre auch eine sehr, sehr interessante Karte. Dann haben wir einen 87er Suchek, müsste schon sein dritter Inform sein. Und ansonsten haben wir noch so Leute wie Chiellini 89 oder Dubravka. Und für alle Werder Bremen Fans auf jeden Fall auch noch interessant ist der gute Augustinsson, den hat er auf der Bank. Also ja, man muss sagen, das Team of the Week sieht nicht besonders geil aus, aber das war auf jeden Fall die Team of the Week Prediction von meinem guten Kollegen von Insta, German Templates. Link zu ihm ist unten in der Videobeschreibung, absoluter Ehrenmann, dass er mir die Karten hier zukommen lassen hat. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Endspurt meiner Weekend League an. Wir standen 18:5 nach 23 Spielen, standen 19:5 nach 24 Spielen. Und dann haben wir hier gegen so ein Fünferketten-Team gespielt. Mein Ziel war ja grundsätzlich, das habe ich am Anfang der Woche, am Montag bereits gesagt, ich will, egal wie es läuft, Gold 1 holen. Und wir haben Gold 1 wirklich dermaßen easy geholt. Das war unfassbar. Ihr seht es hier, wir führen 2-0 gegen den Mann mit der Fünferkette. Frankie holt sich ja auch mal wieder ein Tor. Wirklich so eine Legende, der Typ. Holt euch den 76er Frank Achiampong für die Bank. Der Typ ist cracked. Wir standen 20:5 und dann ging es leider los mit geisteskrankem Matchmaking. Wir spielen hier gegen so einen E-Sport-Coach, der auch öfter mal die Top 200 geholt hat. Er stand zu dem Zeitpunkt 27:1, denn er hat auch gestreamt.
Und ja, sein Team war halt einfach absolut gestört, wenn man es mit meinem vergleicht. Sein Team war halt, weiß nicht, 30, 40 Millionen wert. Wir spielen mit einem 300k-Team, mit einem Untrade Raul und einem Untrade Thiago. Natürlich ist mein Team dadurch auch circa 1,2 Millionen wert, aber das ist mittlerweile halt auch kaum was. Und wir haben dann knapp verloren. Wir konnten dem Schrecken einjagen, würde ich sagen. 3-2 ging es am Ende für ihn aus. Wir konnten wirklich gut mithalten. Und ich habe am Wochenende auch wieder gemerkt, das Team spielt keine unfassbar große Rolle. Wir spielen hier mit einem Account, der keine Woche alt ist und rasieren hier in der Weekend League einen Gegner nach dem anderen. Wir standen 20-6 nach 26 Spielen und auch der Gegner wurde gut auseinandergenommen mit ein paar schönen Kombinationen. Rashford 85 ist einfach immer noch so eine krasse Karte. Ich kann es nur wiederholen. Es ist krass, wie sich die Spieler teilweise gespielt haben. Hier auch ein richtig schön rausgespieltes Tor. Bruno Fernandes, seine normale Goldkarte, auch absolut überragend gewesen. 90er Mané habe ich bisher in FIFA 21 kein einziges Mal gespielt, hat komplett abgerissen und beim Stand von 21-6 haben wir dann gegen jemanden mit einem roten Ronaldo gespielt. Der Typ war auch wirklich gestört gut. Es war der größte Öler aller Zeiten. Gegen den hatte ich wirklich keine Chance. Da stand es relativ schnell 2-0 und dann bin ich gequittet und ins nächste Spiel gestartet. Und bin gegen den Kollegen gekommen. Wir standen einfach 20-5. Dann habe ich ein Spiel verloren, eins gewonnen und wieder eins verloren. Und gegen den Mann stand es dann relativ lange 1-1. Wir hatten zahlreiche Chancen, hätten das Spiel absolut dominieren müssen. Es stand 2-2 nach 68 Minuten und dann kurz vor Schluss, kullert der Ball rein zum 3-2. Wir verlieren das Spiel und damit war der Traum von Elite leider geplatzt, aber mit 21-8 kann ich mich definitiv zufrieden geben. Hat unfassbar viel Spaß gemacht, das Projekt. Am Donnerstag gibt es noch meine Weekend League Rewards auf dem neuen Account. Da werde ich auch sehr gespannt sein, was wir da in den Rewards ziehen. Und alles in allem war das ein richtig geiles Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, was wir mit dem Account noch so anstellen können. Vielleicht habt ihr eine Idee. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute. Macht's bis morgen gut, Jungs. Haut rein und ciao.